Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Fallout-Gedichtsrunde, zu einer weiteren. Man merkt, es ist Weihnachten, die Leute werden rührselig und schreiben Gedichte. Und nein, das haben sie vorher auch schon gemacht und das finde ich auch ganz großartig. Dieses hier kommt von so einem Dice-Kerl und auch das trage ich jetzt mal eben vor. Es ist halt so zur Weihnachtszeit, dem schönen Fest von Sinnen befreit. Man wünscht und kauft und schenkt viel Dreck und redet viel vom guten Zweck. All derweil passiert es oft, dass man sich mit der Sippe zofft. Oh ja, das stimmt. Drum dieses Jahr, o Wellnachtsmann, zieh deine Powerrüstung an. Ruft Knecht Run recht auf den Plan, Knecht Run recht auf den Plan, befreie uns von dem Weihnachtswahn. Als Trotz zum mächtigen Kommerz erlaubt er sich den kleinen Scherz, verschenkt nur, was er selbst nicht mag, als Gabe für den Weihnachtstag. Wer kriegt nun was vom Weihnachtsmann? Nun, zuerst ist China Tiger dran. Dein immer gut gemeinter Rat ist wirklich eine feine Tat. Und weil ich viele davon hab, kriegst du von meinen Views was ab. Doch nicht nur Gute brauchen Gutes, sondern auch die bösen Blutes. Ivy kriegt von Welkweils Schlitten einen Satz von seinen Dritten. Auch Tomifo und CPL beschenkt der gute Herr noch schnell. CPL kommt in die Strümpf, mein unbenutzter Knopf F5. Die Valinator-Testversion hat Tomifo ja leider schon, aber der bekommt ja eh die von mir besungene LP. Dem Rest leg ich in ihre Krippen kalten Kaffee oder Kippen. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Nur einen hat er jetzt vergessen. Den einen. Immer ohne Essen. Wir müssen an Knecht Ranrechte denken und Schönes in sein Heime lenken. Jeder teile nun sein Glück und spende Run ein Pizzastück. Frohe Weihnachten. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Komm, Chat, klatsch mal, bitte. Das ist, wo kriegst du, nicht, wo kriegst du diese Dinger mal her? Das ist, also da bin ich, ich habe ja jetzt auch irgendwie kürzlich, das ist gestern Nacht dran gesessen und versucht, ein bisschen was zu dichten und auch heute in der Firma aus Zeitgründen. Da komme ich aber nicht ran. Das weiß ich, da komme ich nicht ran. Das ist, oh man, China. Ah, China hatte Lags. Mitten im Gedicht. Sonst lass sie das schicken oder so eben. Es ist ja doof. Aber sonst musst du ein bisschen warten. Seit wann ist denn meine Knarre so groß? War schon mal so ein Mörderding? Moment. Ich muss mal. Sekunde. Das ist jetzt unprofessionell. Ziemlich. Ich muss doch mal eine Uhr starten, sonst weiß ich auch wieder nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Okay, noch mehr Bule. Einmal aufs Bein, bitte. Uns nicht mehr auf die Nerven. Yeah. Okay, da hat der Gula aber echt Pech gehabt, was? So. Was ist denn hier in dem Bus? Guten Abend, Scorpion. Also, Claymore. One in der Welt nachher, bitte nochmal dran. Hat ihr geflissen, ich dank dem Gedicht übersehen. Was? Ja, habe ich auch. Was habe ich denn übersehen? Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist oder ein Tourist. Ach, Du das, übernimmst das okay. Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Das speichern wir vorher. Steam, nachgucken will er in der nächsten Pause oder wann du magst? In der Pause. So.
Meiner ist in der Werkstatt, soll ich antworten. Entschuldigung. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? In meinem Pippo ist einer integriert. Warte, was? Immer mit der Ruhe. Er wollte sagen, meiner ist in der Werkstatt. Oh, das klingt schon besser. Mir ist ganz schön die Pumpe gegangen. Geil. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken. Das musste sein. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Als erster Mann der Welt regt sich weg vorher darüber auf, dass seine Knarre zu groß ist. Ja, das passt. Bist du in Gefahr? Alles gut, du bist in Sicherheit. Ganz ruhig, sonst haben wir ein Problem. Erzähl mal, was los ist. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet, aber in eurem Slug am Joes wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Wir haben ein Minenfeld, ja. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Das ist ja mein Gebiet, ne? Die Mutter aller Minenfelder. Was meinst du mit Krummschädel? Dann die Sünds natürlich. Gut zu wissen, dann gehe ich dann. Gut zu wissen. Ich gehe dann mal. Ja, sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Ja, komm. Hey, Ricky. Brauchst du sonst noch was? Ricky, möchtest du jemand übernehmen? Wir stürmen die Basis. Wir stürmen die Basis. Sobald du Angriff schnappst, den Gewehr schießt auf alles, was du siehst. Es klappt doch eh nicht, wenn ich das mache. Obwohl, warte mal, vielleicht das Gelbe jetzt ja mittlerweile. Lass dir ruhig Zeit. Ist ja nicht so, dass ich was Besseres zu tun. Polizeiauto ist draußen vor der Tür. Minen, genau, das freut mich. Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ihr wollt immer und immer und immer mehr, bis ich draufgehe oder in irgendeinem gottverdammten Graben verblute. Leck mich! Ja. Super. Der Abstand zwischen zwei Minen ist ein Well. Das ist ja zu geil. Sprich mit Deacon, ja, der steht doch. Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Entschuldigung, wo ist Deacon denn? Ich verwechsel euch immer, ihr tragt die echt ähnlichen Klamotten. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Geil. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Der Abstand zwischen zwei Minen, ein Well, das muss ich mir notieren leicht, das ist so geil. Apropos Wahrheit, warum hast du Ricky angelogen? Apropos Wahrheit. Warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich habe gelogen und das tue ich eben. Du konntest so mit halt ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen habe. Teamarbeit eben. Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Donutladen hat einen Fluchttunnel? Hatte nicht jeder einen Fluchttunnel? Jeder Donutladen? Aber im Ernst, dem Himmel sei Dank für diesen Tunnel. Ohne würde es keine Railroad mehr geben. Okay. Ich sage, wir gehen durch den Vordereingang, Minenfeld hin und her. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel, ich gebe dir Deckung. Ich frage mich, also wenn Nick jetzt mitkommt, der findet das doch garantiert irgendwie nicht cool, wenn, wenn wir hier anfangen, Synths abzuschießen, oder? Wo geht's denn hier überhaupt runter? Also, das kann es ja jetzt nicht sein. Ist hier nicht irgendwie ein Fahrstuhl oder so? Muss ich hier ganz zurück?
Na gut, machen wir das. Dann gehen wir hier runter. Also ich glaube nicht, dass Nick das gut findet. Wer klappert denn da so? Junge, wie auch immer du das machst, aber du bist echt fix. Mach mir ein bisschen Sorgen, Nick. Manchmal bist du mir unheimlich. Na, mal gucken. Kommst du jetzt mit? Hey, Ricky. Ihr solltet schleunigst von hier verschwinden. Und dreht euch nicht um. Weißt du, Taschen, die sind sonderlich beliebt. Eigentlich nirgendwo. Ach, Nick. Oh Mensch. Also mit dir kann man auch keinen Spaß haben, ne, oder? Das ist doch die richtige Richtung. Oh ja, ist sie. Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, ich darf nicht klauen. Ich darf Schlösser nicht knacken. So eine Spaßbremse. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nicht ins Wasser. So. Das Geräusch da, was das? Sollte nicht lang dauern. Ach komm, dann gehen wir gleich auf den... Junge, lass den Scheiß. Und jetzt die Knarre fallen lassen. Knarre fallen lassen. Und dann machen wir das so. Geht ja auch. Komm, den letzten kriegst du doch mal bitte alleine fertig, oder? Muss ich alles machen hier. Passt. Planke, Improvier. Ja, ja, Wasser. Das ging, ne? So. Moment, hier war doch ein zweiter. War der näher dran? Den kannst du doch nicht so zerlegt haben, oder? Gibt es hier einen Eingang? Ach, Spaßkeks. So, scheiß auf das Improgewehr. Das brauchen wir auch nicht. Stimpack passt. Nehmen wir auch mit. Ja, sonst ist hier glaube ich nichts drin, was wichtig sein könnte. Vielleicht nicht, dass hier noch ein Safe irgendwo rumliegt. Das würde mich auch nicht wundern. Sieht aber nicht so aus. gute Nacht, Minimi. Und schöne Festtage wünsche ich. Der Fluchttunnel. Jo, das nenne ich mal einen Tunnel. Dann gehen wir mal rein. Wasserkanal mit Tür und Rotlicht. So, ich muss gleich mal hochscrollen. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Aha. Okay. Einen Synth-Prototypen. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten.
Generation 1 und 2 schön waren formuliert. Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Die ohne Haut, ne? Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit, Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Also nur Sachen, die wie ein Mensch aussehen, dürfen geschützt werden oder was? Ich muss mal eben hochscrollen. Da war ein... Das ist ein alles Gutes. Da war ein... Ein Reim noch von Polder Blues. Genau. So zog der Welt zu Fuße los, die Minen rauszufinden. Er tapste mutig auf die erste, die zweite war schnell zu finden. Nachdem dann auch die dritte knallte, da hat er es gecheckt. Er hatte doch ganz nebenbei ein Minenfeld entdeckt. Ganz nebenbei, so wird es sein. Ich glaube, wir gucken auch vorne nochmal raus. Das Minenfeld muss ich, also jetzt allein zu Weihnachten, ich brauche noch ein Geschenk für Minjas. Und das Warten, kannst du das rauskopieren bitte? Ich habe den ganzen Tag einen Prototypen, wenn ich hier meine Hatz riskiere, will ich wer ist Carrington? Ist Dr. Carrington? Das würde mich auch mal interessieren. Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Okay. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir? Könnte das klappen? Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Nun gut, die Sicherheitsverriegelung aufheben. Kann ja so schwer nicht sein, oder? Hast du? Das ist schön. Danke. Nick? Hey, wie sieht der Plan aus? Nun, zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Er macht es an. Selber. Okay. Hört, hört. Nein. Er hackt das Terminal selber. Nein. Ach, habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Die Tür ist schon auf. Der Prototyp ist tiefer drin. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Man will ja nichts vergeuden. Das bedeutet er. Ja, du armer, toter Mistkerl. Wissen wir. Okay, hier wurde auf alle Fälle schon ein bisschen was zerlegt. Hey. Oh Leute, lass mich durch, Mann. Das kann doch nicht angehen. So, runter da. Entdeckt. Hä? Müsste das nicht rot sein? Grüße, Sir. Tja, wenn es nicht anders geht. Greife feindliche Lebensform an. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ich glaube, ich hatte in den Kommentaren mal gelesen, dass jemand bei irgendeiner Quest was Komisches hatte. Ich glaube, das ist die hier dann. Bei mir sind die Synths nämlich alle freundlich gesinnt. Mit äußerster Entschiedenheit. Das ist durchaus merkwürdig, oder? Ist doch ein Bug. Wo sind sie denn hin? Picken, was ist los? Der tut auch nichts. Das ist aber doof. Jetzt überlege ich, sollte ich hier wahrscheinlich gar nicht weitermachen, ne? Weil aus irgendeinem Grund sind mir nämlich die Synths wahrscheinlich, weil ich aus dem Institut komme. Freundliche sind. Jemand hatte das geschrieben. Der hatte dasselbe. Ich will es jetzt mal Problem nennen, weil normal ist das nicht. Eigentlich sollte es hier zum Kämpfen kommen. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Ja. Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um.
Duck, du bist mit dem Institut befreundet. Ja, was heißt, ich bin mit dem Institut befreundet, aber ich habe mich jetzt ja nicht für das Institut entschieden. Kann ich das irgendwie lösen? Das Problem, diesen Bug? Oder, also sonst machen wir erstmal was anderes. Dann gehen wir erstmal zu Virgil, würde ich jetzt vorschlagen, weil so ist blöd, finde ich. Ist kein Bug. Nö, ich bin nicht im Institut beigetreten, sag ich mal. Ich bin dem Institut nicht beigetreten. Also man muss sich ja für eine Fraktion entscheiden, so sieht das doch aus, oder nicht? Und dann ist man auch in dieser einen Fraktion und kann nicht mehr in die anderen rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann nicht mehr gleichzeitig mehrere Fraktionen. Also überall woanders gab es eine spezielle... Was? Du hast aber nun den Typen im Schlepptau. Wieso brauche ich dringend eine Zigarettenpause? Wenn ich fertig bin mit der Quest zum Institut, ist alles wieder gut? Dann mache ich erst die Quest vom Institut. Würde ich jetzt sagen. Dann mache ich jetzt erst die Quest zum Institut. Glaube ich. Das ist vielleicht besser. So, okay, dann versuchen wir das. Synth-Einbehaltung. Triff dich mit dem Runner. Das wird jetzt lustig, nur wenn wir da gleich mit drei Leuten hängen. Country Crossing. Museum der Hexerei, da sollte ich auch übrigens nochmal hin, fällt mir auf. Wenn du jetzt eine andere Quest machst, rennt der Typ mit dir die ganze Zeit hinterher. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Man kann ja auch keine Quest abbrechen in diesem Spiel und sagen, mach nochmal neu. Es kann durchaus sein, dass der Typ jetzt mit dir hinterher rennt. Dann laufen wir halt zu dritt durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Es wird interessant sein, wenn wir einen Zünd einsammeln sollen und der eine Typ... Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Hast du irgendein medizinisches Anliegen oder wolltest du mich nur ein wenig von der Arbeit abhalten? Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-Retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Ja. Schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Mir geht's so schlecht. Irgendwelche dieser Symptome? Erzähl mir davon. Strahlung heilen, Gesundheit... Ah, okay. Nö, mir geht's ja gut. Vergiss es, Doc. 1A. Also schön. Das, den Doc müssen wir uns merken. Der ist ja günstig. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Wirklich nicht. So, wir wollen... gut, wenigstens ist der andere Typ da nicht bei. Das ist ganz gut. Wir wollen dahin. Das heißt, wir müssen hier rüber. Dann müssen wir so schräg nach Norden. Okay, machen wir das mal. Satellitenstation. Hier ist doch gleich Mord und Totschlag, denke ich mal. Lass, vielleicht ist er ja wie sie. Jesus, er sammelt Leute um sich. Folge dem Notsignal. Mal gucken, wo mich das hinführt. Klar, logisch, wo sollte es auch sonst hinführen, ne? Wir laufen hier erstmal an vorbei. Nein, keiner da. Ich höre was piepen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Jetzt hast du ein
Nick, geht's dir gut? Hey, ganz unschön. Junge, nimm mal das Messer runter. Folge dem Notsignal. Bruderschaftsquest. Was? Wo steht das? Hey, Köter, geh weg. Warum habe ich eigentlich immer so ein Pech mit Hunden? Was für ein Biss! Da muss ich mir ein Thumbnail von machen. Jetzt soll ich mal Heilung nehmen. Ey, muss das jetzt sein? Jetzt noch ein Plünderer. Unglaublich. So, bevor ich hier irgendwie... bevor ich hier gleich der Bruderschaft beitrete, muss ich da erstmal Run ein bisschen was fragen. In was bin ich denn hier wieder reingeraten? Unglaublich. Eigentlich will ich hier auch gar nicht hin. Eigentlich möchte ich ja weiter. Nick, alles klar? Gut, Nick, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Und zwar nicht hier rein, sondern einfach an vorbei oder so. Ja, ich weiß, dass ich beschossen werde. Ist auch nervig gerade. Warum sind die Geier hängen hier Raider und Mutanten eigentlich zusammen? Das ist doch komisch, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hast du noch so drauf? So, jetzt herrscht ja mal ein bisschen Ruhe, ne? Ich glaube, so. Ich würde mich für die Folge verabschieden. Und wir machen im Stream gerade mal eine kurze Pause. Und, okay. Und Rudd schreibt gerade, das ist nur die Hallo, wir lernen uns kennen Mission der Bruderschaft. Also nichts, was binden ist. Das ist schön, dann können wir mit dir weitermachen. Das freut mich. Das sieht nämlich nach einem lustigen Vorhaben aus. Ich würde mich freuen. Nächste Folge geht's weiter. Bis morgen.